Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste! Die angesprochene, vom HR produzierte Dokumentation »Plötzlich Lehrerin – Klassenkampf in der Grundschule«, welche im Rahmen der ARD-Themenwoche zu Bildung im TV ausgestrahlt wurde, zeigt die Journalistin Petra Boberg bei einem Selbstversuch. Sie unterrichtete für 3 Monate an der Geschwister-Scholl-Schule hier in Wiesbaden eine sogenannte Brennpunktschule. Sie unterrichtete dort Deutsch, Sachkunde und Musik. Die Dokumentation zeigt, mit welchen Problemen Quereinsteiger und Aushilfen an Schulen zu kämpfen haben und welche Herausforderungen Schulen haben, um mit wenig ausgebildeten Lehrkräften ihren Unterricht abzudecken. Im Mittelpunkt der Reportage steht der Umgang mit den Schülerinnen und Schülern und was der Einsatz nicht grundständig ausgebildeter Lehrkräfte eigentlich für die Schülerinnen und Schüler bedeutet. Mehr als 2/3 aller QuereinsteigerInnen gehen komplett unvorbereitet in die Klassenzimmer, um zu unterrichten. Das sagt eine FORSA-Umfrage. Fortbildungen in Hessen sind erst nach 6 Monaten überhaupt möglich. Die Geschwister-Scholl-Schule in Wiesbaden war eine der über 100 Schulen in Hessen, die einen Brandbrief wegen Überlastung an das Kultusministerium geschickt haben. Viele warten bis heute auf eine Antwort. Immer wieder erreichen uns als bildungspolitische Sprecherinnen Hilferufe und Überlastungsanzeigen aus verschiedenen Kollegien über ganz Hessen verteilt. Aber eine Debatte über das wirkliche Ausmaß des Lehrermangels soll von Seiten des Kultusministeriums mit allen Mitteln verhindert werden. Wird doch darüber gesprochen oder berichtet, argumentiert der Kultusminister, man könne Unterrichtsausfall überhaupt nicht beziffern. Man müsste erst einmal definieren, was das überhaupt sei. Dabei wäre es doch Ihre Aufgabe, Herr Kultusminister, eine solche Definition vorzulegen. Was versteht die Landesregierung denn unter Unterrichtsausfall? Darauf haben wir bis heute keine Antwort bekommen. Unsäglich ist auch die Behauptung, Unterrichtsausfall sei in den letzten Jahren nie Thema gewesen. Schon 2006 hat sich die GEW Hessen mit dem Unterrichtsausfall und der Notbesetzung von pädagogischen Laien befasst. 2011 gab es eine Schätzung, die sich auf 100.000 ausgefallene Schulstunden in Hessen pro Woche belief. Ihre Behauptung ist falsch, und das wissen Sie auch. Aber Sie scheinen schlicht und ergreifend Angst vor der Debatte zu haben, da Sie keinerlei politische Antworten auf die Probleme an hessischen Schulen haben. Statt ordentlicher und bedarfsgerechter Ausfinanzierung liefern Sie nämlich auch im aktuellen Haushaltsentwurf Kleckereien, wo geklotzt werden müsste. Augenwischerei betreiben Sie auch bei dem Einsatz unqualifizierter Aushilfen an Schulen. Anstatt die Fakten endlich auf den Tisch zu legen, wird zwischen befristet Eingestellten, aus dem Ruhestand zurückgeholten oder noch während des Studiums eingesetzten Lehrkräften entschieden. Ein umfassendes Bild über alle Stunden, die von Aushilfslehrkräften gegeben werden, würde schließlich zeigen, wie katastrophal die Lage wirklich ist. Deswegen wollen Sie das nicht zeigen. Hinzu kommt, dass sämtliche Studien der letzten 2 Jahre, unter anderem auch die von uns in Auftrag gegebene Studie des Forschungsinstituts für Bildung und Sozialökonomie, davon ausgehen, dass der Mangel sich noch drastisch verschärfen wird. In den nächsten 10 Jahren müssten zusätzlich zu den jetzigen Ausbildungskapazitäten noch 7.500 Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden. Und das auch übrigens nur, um den Status quo zu halten. Da scheinen die wirkliche Umsetzung von Inklusion, eine weitere Verkleinerung der Klassen und Doppelbesetzung im Unterricht auch in 10 Jahren illusionär. Selbst wenn solche Maßnahmen dringend geboten werden und sich die Landesregierung diese für Sonntagsreden regelmäßig zu eigen macht, aber, Herr Kultusminister, es wäre endlich Zeit zu handeln, statt nur zu reden. Auch wie der im Koalitionsvertrag festgelegte Ausbau von Ganztagsschulen mit dieser Lehrerkapazität ausgebaut werden soll, ist mir völlig schleierhaft. Betrachtet man sich das Tempo der letzten 6 Jahre unter Schwarz-Grün, so kann man davon ausgehen, dass auch in Zukunft kaum echte Ganztagsschulen geben wird. Nicht einmal 2% immer noch aller Grundschulen sind echte Ganztagsschulen nach Profil 3. Würde man Grundschulen tatsächlich entlasten wollen, dann wäre auch der Schritt, endlich Grundschullehrkräfte nach A3 zu entlohnen, nur folgerichtig. Es ist Es ist vollkommen unverständlich, warum diese Landesregierung sich in Zeiten des so akuten Lehrermangels derart versperrt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor allem, weil der Kultusminister vor etwa einem Jahr verkündet hat, er wolle abwarten, was andere Bundesländer diesbezüglich tun. Und da hat der Herr Kollege Degen natürlich recht. Es kann nicht sein, dass man auf der einen Seite sagt, wir wollen eine gemeinsame Lösung finden, und an anderer Stelle geht man Einzelwege. Da macht man sich vollkommen unglaubwürdig.
Und andere Bundesländer wie Berlin und Brandenburg haben ja längst gehandelt. Dort gibt es A13 für Grundschullehrkräfte bzw. E13. Ja, das liegt ja. Ja. Nein, das ist das. Nein! Herr Boddenberg. Frau Kollegin, es gibt eine Zwischenfrage vom Kollegen Schwarz und von der Kollegin Anders. Sie lassen keine zu. Der Kollege Schwarz wird bestimmt gleich in ausführlicher Länge erklären, warum das, was ich sage, falsch ist. Deswegen an dieser Stelle bitte nicht. Und ich möchte fortfahren. Berücksichtigt wird dann noch die nach wie vor hohe Anzahl an Pflichtstunden und auch die nach wie vor hohe Wochenarbeitszeit der Beamtinnen und Beamten in Hessen sehen zumindest ich keine Anreize für ausgebildete Lehrkräfte aus anderen Bundesländern in Hessen unterrichten zu wollen, weil sie de facto weniger Geld verdienen. Der Status quo, der selbst mit 7.500 zusätzlich ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern erreicht werden kann, ist einer, der von Dauerüberlastung, hohen Krankheitsständen und sehr hohen Frühpensionierungszahlen geprägt ist. Sehr geehrte Damen und Herren, da kann man tatsächlich nur noch vom Klassenkampf sprechen. Uns ist an dieser Stelle noch wichtig zu betonen, dass wir in keiner Weise Kritik an den Menschen üben, die ungelernt in diesen schwierigen Zeiten in den Schuldienst einsteigen. Sie leisten oft eine enorm wichtige und anstrengende Arbeit, und ohne sie könnte die Unterrichtsabdeckung in Hessen schon längst nicht mehr gewährleistet sein. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir ausgebildete Lehrkräfte an unseren Schulen. Und es ist nun einmal die Landesregierung, die die Verantwortung für die untragbaren Zustände an vielen hessischen Schulen trägt. Ich möchte zum Schluss noch einmal die Journalistin Frau Boberg zitieren. Das ist nicht so schwer, das zu verändern. Kleinere Klassen, mehr Lehrer. Eigentlich ganz einfach. Und das Tragische ist, das ist so furchtbar ungerecht. Weil die Kinder, die den Rucksack aufhaben von zu Hause, die sind ja trotzdem alle klug und die sind alle toll. Und die könnte man auch alle abholen und fördern. Aber in dem System, in dem ich jetzt auch arbeite, würde ich nach 3 Wochen sagen, ist das unmöglich. Leider hat Frau Boberg damit recht. Es braucht jetzt ein Umdenken in der Schulpolitik. Knausern im Haushalt hat katastrophale Folgen für zukünftige Generationen in Hessen. Vielen Dank.